Hey Leute, das Asus ROG 3 sieht aus wie das Biest, das die Schöne gegessen hat. Und es ist genau der Grund, warum ihr unbedingt Reviews vor eurem Kauf anschauen solltet. Vielen Dank an niemand geringeren als Mobilcom Debitel für die Unterstützung bei diesem Video. Dort bekommt ihr das Smartphone sowohl online als auch offline in einem der über 500 Shops und ihr werdet unabhängig beraten. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und vielen Dank. Dieses Smartphone ist extrem in jeder Hinsicht. Das ist das ROG oder ROG 3. Eines der gewaltigsten gaming-orientiertesten Smartphones, das ich je in Händen gehalten habe. Es hat alles, was man erwarten würde. Linien und Polygonen, die größte Smartphone-Wasserkühlung, zwei USB-C-Anschlüsse und RGB-Beleuchtung. Ich meine, schaut euch den Größenvergleich zu anderen Smartphones an. Ich bin fast 2 Meter groß, habe dementsprechend große Hände und selbst mich beschleicht das Gefühl, dass nur in der Hand eines Basketballspielers die Proportionen korrekt aussehen können. Das hohe Gewicht von 240 Gramm unterstreicht das. Der Rahmen besteht aus mattem, massivem Metall, die Rückseite aus Glas und das Display vorne hat keine Notch oder Loch. Es ist ein 6,6 Zoll Full HD Plus 144 Hertz OLED Display. Nach 90 und 120 gibt es jetzt 144 Hertz und wem das nicht flüssig genug ist, der kann auch noch auf 160 Hertz übertakten. Ganz recht, wir übertakten jetzt Smartphones und das ist längst nicht das Verrückteste, was 2020 zu bieten hat. Dieses Display hat mir sehr viel Freude gemacht. Der Unterschied zu 120 Hertz ist natürlich nicht weltverändernd, aber wer das Beste vom Besten will, nun, das ist es. Zumindest was Gaming angeht, mit einem 240 Hertz Touchlayer und einer Millisekunde Reaktionszeit. Rein von der Bildqualität empfand ich die Farben in egal welchem Modus leicht daneben. Jedes Jahr sprengt Asus die Grenzen des technisch Machbaren und das hat gewisse Nachteile. Sehr dunkle Flächen verschwimmen ineinander und Artefakte entstehen, über Weiß liegt so ein leichtes Bildrauschen und dunkelgrau hat einen Grünstich. Auch ist es nicht das hellste Display mit 650 Nit. Auch wenn das alles ernüchternd klingt, darum geht es bei einem Gaming-Smartphone nicht primär, denn wie flüssig alles reagiert, das ist die Magie. Die zwei schön lauten, klaren Stereo-Lautsprecher tragen ihren Teil zum Gesamtbild bei. Sie sind sogar richtig basslastig. Wer es noch lauter braucht, der schaltet in den Outdoor-Modus, da wird es dann nach oben weg schrill, aber eben noch lauter. Für so einen Klang nehme ich jederzeit gerne Displayränder oben und unten in Kauf. Ein Kopfhöreranschluss ist nicht vorhanden, eine eigenartige Entscheidung in einem Gaming-Smartphone, aber die Lösung? Die aktive Kühlung aus dem Lieferumfang, sie steckt man in den zweiten USB-C-Anschluss und dann hat man AUX. Reden wir endlich über die Performance. Der Prozessor ist ein Snapdragon 865 mit 2,8 GHz. Ich habe schon ein paar schnelle Smartphones in der Hand gehabt, aber dieses hier setzt nochmal klar einen drauf. Ich wurde etwas sprachlos zurückgelassen. Jedes leichte Tippen wird instant umgesetzt. Jede Animation läuft mit diesen lächerlich flüssigen 144 Hertz. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich verdammt schnelles Smartphone. Der Arbeitsspeicher ist 8, 12 oder 16 GB groß und der interne Speicher 256 oder 512 GB UFS 3.1 Technik, die nochmal dreimal schneller als UFS 3.0 ist und dabei sogar stromsparender. Das Android hier drauf ist dann aber verhältnismäßig zurückhaltend mit weniger zurückhaltenden Gaming-Anpassungen. Quetscht man das ROG 3, aktiviert sich der X-Modus, die vorinstallierten Hintergrundbilder verwandeln sich dann in eine aggressivere Version von sich selbst und das Logo hinten fadet durch den RGB-Farbraum. Man kann das Logo aber auch frei nach Lust und Laune steuern. Wie letztes Jahr gibt es jetzt wieder AirTrigger, soll heißen, die Kanten des Smartphones werden zu berührungsempfindlichen Schultertasten in Spielen und der gute Vibrationsmotor gibt uns Feedback. Für Gaming ist das alles wahnsinnig cool und gibt einem in so manch einem Spiel den entscheidenden Vorteil. Im Alltag wurde ich aber hier und da von Bugs belästigt. Mein mobiles Internet spinnt zum Beispiel ziemlich viel rum und beim Senden von Videos auf WhatsApp ist es nicht selten passiert, dass ganz WhatsApp gecrashed ist. Also es ist definitiv noch ein Update nötig, was den gewissen Feinschliff mit sich bringt. Und nichts zeigt das drastischer als die Kamera, die der Beweis dafür ist, dass eine gute Leinwand und Pinsel noch keinen Künstler aus dir machen. Es ist ein neuer 64 Megapixel Sony Sensor verbaut, der theoretisch sehr gut ist, aber auch nur, wenn man mit ihm umzugehen weiß. Es erfordert heutzutage vor allem brillante Software, um eine gute Smartphone-Kamera zu bekommen. Das sind die Fotos und
die sehen okay aus. Beim Schießen fiel mir auf, dass sie leicht verwackeln können, wenn man nicht ruhig hält, und sobald es dunkler wird, muss man noch länger ruhig halten, um den Nachtmodus zu benutzen, weil man den auf jeden Fall braucht. Der Ultraweitwinkel ist qualitativ nochmal etwas hinter der Hauptkamera und noch schlechter in schlechtem Licht. Man braucht ein bisschen Geduld und das richtige Licht, um hier geile Bilder zu machen. Andere Smartphones in der Preisklasse sind da weit voraus, aber andere Gaming-Smartphones sind halt nochmal schlimmer. 8K-Video gibt es auch und das ist sogar sehr gut, wahrscheinlich wegen der ganzen Rechenpower. Müsste ich zwischen 0 und 10 Punkten für die Kamera vergeben, dann wären es 6. Asus selbst nennt den Akku im ROG 3 ganz bescheiden, selbst auf der Webseite 6000 mAh Monster-Akku. Und in der Tat, das ist dreimal so groß wie der Akku im iPhone SE. Aber wir haben natürlich auch dieses krasse Display mit den 144 Hertz, ein leuchtendes RGB-Logo und eben diese extrem krasse Hardware in dem Smartphone, die natürlich Strom will. So war es jetzt aber bei mir, dass der Standby-Verbrauch das eigentliche Problem wurde. Es ist fast egal, ob man das ROG 3 nutzt oder nicht, denn der Akku geht schneller leer als erwartet. Im Betrieb ist er gut, da kommt man auf so 6 bis 7 Stunden, wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man sich anstrengt. Aber so ganz gewöhnlich im Alltag, 4 bis 5 Stunden war immer mein Maximum. Dabei hat es eigenartigerweise nicht mal einen bemerkbaren Unterschied gemacht, ob ich 90, 120 oder 144 Hertz benutzt habe. Ich habe das Handy nie an einem Tag leer bekommen, aber fast, und ein Update könnte hier mächtig Verbesserung bringen. Es ließ mich etwas verdutzt zurück, zu sehen, wie schnell 6000 mAh leer sein können. Fazit: Unter Berücksichtigung all der Technik, die in diesem Smartphone steckt, finde ich den Preis von aktuell 799 Euro ehrlich gesagt ziemlich human. Da kostet ein Galaxy Note 20 Ultra halt einfach mal 500 Euro mehr und rein auf dem Datenblatt ließ es sich jetzt nicht viel besser. Dementsprechend ist das hier auf jeden Fall ein Smartphone, was sich an Gamer richtet und dementsprechend auch einige Kompromisse in einer Hinsicht macht, wo man sie im Alltag merkt, beim Gaming aber halt überhaupt gar nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass Leute, die sich für das Gerät entscheiden und ein bis zwei Software-Updates abwarten können, die definitiv nötig sind, sehr glücklich werden. Das war's von mir, macht's gut, bis bald, ciao.